Bist du bereit für eine unerwartete Geschmackskombination? Ich mache heute was ganz Besonderes. Filetsteaks mit Kaffeekruste. Die perfekte Überraschung für deine Grillparty. Was sind alle Zutaten, die ich brauche? Wenn ihr mehr Gäste auf eurer Grillparty habt, könnt ihr natürlich ein bisschen mehr einkaufen. Den Grill habe ich mir schon mal vorgeheizt, damit der gleich richtig schön heiß ist zum Angrillen. Ich schaue jetzt noch mal, ob ich das Fleisch noch ein bisschen parieren muss, das heißt Fett und Sehnen abschneiden muss. Wenn du genau wissen willst, wie das geht, schau doch mal hier oben im Video. Die Steaks packe ich jetzt in die direkte Hitze, einmal rundherum angrillen. Während die Steaks brutzeln, rühre ich mir schon mal die Marinade. Dazu brauche ich eine Knoblauchzehe, ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Das war's schon. Dann ist die schon fertig und ich gucke einmal nach den Steaks. Die sehen jetzt richtig schön braun aus. Ich nehme die einmal vom Grill und bestreiche die mit der Marinade. Als nächstes kommt meine Geheimzutat, die Espressobohnen. Die packe ich mir in einen Mörser und mahle sie fein. Schau mal, ungefähr so soll das aussehen. Das packe ich jetzt gleich einfach nur oben drauf. Dann gibt das eine richtig schöne knusprige Kruste. Und das Aroma des Kaffees unterstützt so ein bisschen dieses Umami vom Fleisch, das angegrillte, leicht rauchige, zusammen mit diesem nussig-säuerlichen Kaffee, ist nachher richtig lecker. Ich packe die Steaks jetzt nochmal zurück auf den Grill. Das mache ich bei indirekter Temperatur. Das heißt, ich habe hier die beiden Brenner einfach ausgeschaltet. In der Mitte, den habe ich angelassen. So habe ich hier eine etwas kühlere Temperatur. Und da können die Steaks dann gleich so bis 54, 56 Grad Kerntemperatur einfach ziehen. Deckel mache ich zu. So, meine Steaks können vom Grill. Wow, die sehen richtig gut aus. Ganz viel Spaß beim Nachgrillen. Wenn du noch ein Salatrezept für deine Grillparty suchst, dann guck doch mal hier unseren Rucola-Salat. Bis zum nächsten Mal.